Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sid Meier's Civilization 5. Ja, am letzten Part haben wir den Krieg mit Assyrien begonnen, haben auch schon fast die, ja, nicht nur fast, wir haben die zweitstärkste Stadt so gut wie eingenommen und dadurch auch seine Eisenressourcen, die in uns gehören. Ja, läuft ganz gut, wir haben seinen ansehenden Bautrupp genommen, seinen großen General, den kann er gerade nicht ausspielen und eigentlich sieht das ganz gut für uns aus. Bisschen sind wir auch angeschlagen. Hier müssen wir aufpassen. Aber ansonsten sehe ich eigentlich ganz gut. Okay. Ich will mal nach Babylon weiter. Oder mal auch automatisch modernisieren, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Warte mal, wie sieht es eigentlich hier aus? Ich würde ganz gern. Schade, ich hätte auch ganz gerne den Wiesensitz mal gehabt. Oh, naja. Nächste Runde. Nein, scheiße, hab ich nicht angegriffen. Wurde doch, hab ich. Idiot. Ich denke, unser Reiter wird in der nächsten Runde draufgehen, ist aber nicht schlimm, wir haben ja noch die erste Stadt. Darf ich einen Alexander nehmen? Garim. Das wollte man machen. Aber wir machen das erstmal nicht. Es ist ein bisschen dumm, dass der jetzt in Verteidigungsposition da geht, irgendwie. Ein Gegner ist in der Nähe. So, und hier ist direkt der nächste. Und tschüss. Wir sind dann noch nicht ganz. Dann machen wir. So, aber warte mal ganz kurz. Der hier. Kann doch. Ja, ne. Tschüss. No, tschüss. You're under my control. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Danke. Weiter geht der Spaß. So, jetzt brauchen wir erstmal Verstärkung aus Griechenland. Dann schicken wir dich mal hinterher. Die dortige Armee von ihm ist jetzt vernichtet. Also können wir jetzt den Rest hinterher schicken. Auch wenn die jetzt angreifen, wir könnten die sofort platt machen. Also hier mit seinem Bruder. Keine Chance haben die. So. Wir haben jetzt den Eisen, ne? Möchte eben Marionette reich verwenden. So könnt ihr zwar die Produktion wählen, aber die Unzufriedenheit steigt und die Annahme an einer Politik oder großen Persönlichkeit wird verlangsamt. Ihr könnt die Entscheidung nicht rückgängig machen. Ja, wir bleiben erstmal dabei. Ist mir nämlich ziemlich Wumpe, was da passiert. Denn es soll nur uns stärken von Anfang. Das können wir, wenn wir hier den Krieg gewonnen haben, dann können wir das gerne machen. Hätten die Städte auch einfach zerstören. Das wäre viel besser. Jo, zerstöre ich deine eigenen Ländereien. Das wäre ziemlich Fumpe. Würde die nicht trotzdem alle zerstören? Ne, geht nicht, schade. Produktion wählen.
einfach mal einen Kompressionsbogenschützen. So, die Pekinier laufen mal weiter. Der Krieg geht schon fast 100 Jahre, glaube ich, wie ich das richtig gesehen habe. Das ist super, das gefällt mir nämlich. So, du läufst jetzt auch mal nach dort hinten hin. Wahrscheinlich wird der jetzt gleich angreifen und wir haben ja noch unseren Pekinier da, also eigentlich sollte das recht gehen. Unbedeutend in der Lage, das bringt also nicht wirklich was. Produktion wählen, Sparta, was sind wir hier? Bau mir mal ein Kolosseum und einen Tempel. So, und ihr bestanzt euch erstmal dort. Du erkundest. Du hältst hier die Stellung. Jetzt nicht weiter mit dem Boot, das ist kaputt. Okay. Das ist da, das ist dort, das ist immer noch rot. So, du machst erstmal nichts. Petra im Fernland gebaut. Das ist super. Die Jude-Eule Petra. Ein Gegner ist in der Nähe. Das ist immer interessant. So, haben wir noch dort oben? Rein finde ich gar nicht so schlecht, dann können wir vielleicht unsere Religion verbessern. Alles klar. Also Zapatheon. Gut. Läuft doch. Das hat tatsächlich gebracht, meine Herren. Ey. Ich hab grad Nivea dabei im Stadtbau gelaufen, das ist ja nicht Nivea oder irgendwie so. Es läuft eigentlich. So. Produktion anklotzen. Eigentlich könnt,
Trieren sind eigentlich ganz gut, dass wir die jetzt alle entsenden, weil dann können wir das Gebiet im Afrika mal unter Kontrolle halten. Deswegen machen wir das. Wir wollen jetzt einfach erstmal der ganze Trieren. Zwei Runden sind natürlich eine Kompositionsbogenschütze fertig. Das gefällt mir. Das Goldene dauert jetzt momentan noch etwas. Das gefällt mir aber nicht so. Die Leute werden ein bisschen unglücklicher. Ich nehme an, das liegt an dem Krieg. Sterben. Nein, doch, ich bin fertig gestorben. Das ist nicht so schlimm. Nein, Panama, wir können Hongkong nicht übernehmen. Hongkong gehört zu uns. Wenn Stücke von Bronze oder Gold brechen, fügt der Schmied sie im Feuer wieder zusammen und das Band ist geknüpft. Genau, von Kuku Grand Sahib. Freut mich. Direkt hinterher. Theologie bilden, Physik starr. Ah, Theologie. Ja, ne? Das Ende ist nah, worüber wünscht ihr zu reden? Frieden. Wenn du mir dafür... Geh am Leben zu Huma. Das ist voll der Schock für ihn wahrscheinlich, dass wir seine... Denn er hat ja keine Militärnheit mehr. Der hat mir seinen Eisenvorrat abgeknüpft. Er hat ja nichts. Hat nur noch Schafe. Wenn er jetzt auf Schafen angeritten kommt, tut mir leid, dann ist vorbei. Könnt ihr mal. Warte mal, wo lassen wir, du Arschloch? Hier. Du Speer, verprügelt den. So. Nein. Sieht ganz gut aus. Unsere Katapulte sind zwar etwas angeschlagen, auf jeden Fall die Nivea-Stadt hier, die Nineveh, kriegen wir auf jeden Fall. Könnte ein bisschen problematisch mit Azur werden, weil das Gelände sehr hügelig ist. So viel dazu, noch nur an, kein Problem. Dabisch. Stadt annektiert. So einfach geht das. Alles klar. So, nach diesem Friedensvertrag zerstören wir ihn. Breite schon mal die Katapulte da auf. Friedensvertrag muss er nicht halten, er hat eigentlich nur sein Grab geschaufelt. Ich verziehe mal alles dort, die Grenzen sind angespannt, du gehst da rein. So, und dann bringe ich dich mal wieder zurück, weil der macht hier bestimmt euch Terror. Die Barbaren finden. Gerichtsgebäude. Produktion. Ein Tempel. Ey, ja, Nismata Tahat! Ach ja, und zwar können wir das nächste Mal wieder Krieg mit ihm machen? Ey, ja, Nismata Tahat! Ich glaube, 30 Runden, also, genau, muss es irgendwie, ist ja 1000. Irgendwas sein.
Gut. Speer erkunden. Ich weiß gar nicht, habe ich gerade eben noch einen Part angefangen oder habe ich einen beendet? Ich glaube, es sind noch ein paar drin, ne? Verbandseinheiten bewegen. Einmal nach Sparta. Gut, würde ich aber sagen, dass wir hier den Part mal beenden. Der Krieg ist vorbei fürs Erste. Er wird natürlich weitergeführt. Wir wollen ja hier Afrika für uns haben. Das ist unser Land. Ja, und danach gehen wir mal auf Babylon und dann geht's auch nach Europa. Also, vielen Dank fürs Zusehen und seid auch das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Sid Meier's Civilization 5.